News TV. Deine Stadt im Überblick. Hallo meine Lieben, es sind endlich Sommerferien. Das ist die perfekte Zeit für unseren Sommertalk. Dass die Flüchtlingskrise ein großes Thema ist, habt ihr bestimmt schon aus den Medien wie Fernsehen und Zeitung mitbekommen. Yvonne Meinders, eine Mutter hier aus Papenburg, wollte den Leuten helfen, die vor Krieg und Terror geflüchtet sind. Sie gründete die Flüchtlingshilfe in Papenburg. Yvonne fuhr auf eigene Kosten für 2 Wochen in das mittlerweile aufgelöste Flüchtlingscamp in Idomeni. Denn sie wollte den Menschen vor Ort helfen, die körperliche und auch seelische Verletzungen davontrugen. Wie sie das Camp erlebt hat, erzählt sie uns in einem Interview. News TV, deine Stadt im Überblick. Hallo Yvonne. Hallo. Was war deine persönliche Motivation, nach Idomeni zu reisen? Ich engagiere mich ehrenamtlich seit September 2015 um Flüchtlinge. Und da die Grenze zu Mazedonien geschlossen wurde, sind jetzt weniger Flüchtlinge nach Papenburg gekommen, beziehungsweise insgesamt nach Deutschland. Und dann habe ich mir selber gesagt, ich möchte gerne vor Ort helfen und habe mich dann entschieden, nach Idomeni zu gehen. Okay, und Sie haben ja, also du hast ja auch in Papenburg schon vielen Flüchtlingen geholfen. Mhm. Und ja, wie ist denn dazu gekommen? Einfach genau aus dem gleichen Grund wie? In Papenburg, ich wusste ehrlich gesagt überhaupt gar nichts über Flüchtlinge und woher die kommen und was da überhaupt los ist. Und habe dann zu mir selber gesagt, dass es so nicht weitergehen kann und habe mich dann selber informiert. Und mir erstmal auf der Karte angeguckt, wo Syrien überhaupt liegt und mich informiert, warum dort Krieg ist und warum die Leute kommen. Und habe einfach für mich entschieden, dass ich denen gerne helfen möchte. Weil ich mir auch vorstelle, wenn ich mein Haus verliere und mein Leben, irgendwo bin ich auch darauf angewiesen, dass mir andere Menschen helfen und habe mich deswegen da bereit erklärt, ehrenamtlich tätig zu werden. Das klingt doch gut. Und wie sieht denn die ehrenamtliche Arbeit so an sich aus, also so ein Alltag? Hier in Papenburg oder in Idomeni? Hier in Papenburg erstmal. In Papenburg habe ich mir selber, also ich habe mich ans DHK gewendet und dort auch einen ehrenamtlichen Ausweis dann bekommen und habe dort verschiedene Familien auch betreut, bin zu denen hingefahren, ich habe mich vorgestellt und denen ein bisschen Papenburg gezeigt, die wichtigsten Punkte, was für sie wichtig ist, das soziale Kaufhaus, die Kolpingwerkstätten, ja genau, die Tafel ist ja mit im sozialen Kaufhaus mit drin und habe denen so die wichtigsten Punkte gezeigt, dass sie sich hier ein bisschen zurechtfinden. Die Bücherei finde ich persönlich auch sehr attraktiv. Mhm. Da kostet der Beitrag im Jahr nur 2 Euro. Dann kann man sich schon mal die ganzen Bücher aufsparen. Mhm. Und habe mir auch selber Projekte überlegt, wie man diese Menschen integrieren kann. Und habe dann zum Beispiel im November mit den Kindern auch Laternen gebastelt. Das haben wir in einer freikirchlichen Gemeinde am Gasthauskanal dann in den Räumlichkeiten machen dürfen und wurden von denen auch sehr tatkräftig unterstützt. Und wir sind zusammen bowlen gegangen und beim Müll aufsammeln. Wir haben hier in Papenburg die jährliche Umweltaktion, wo ich mich seit 8 Jahren ehrenamtlich engagiere. Und dieses Jahr habe ich sie einfach gefragt, ob sie nicht Lust haben mitzumachen und die haben sofort gesagt, wir sind dabei. Also ist alles gut angekommen bei den Flüchtlingen auch hier? Ja, für mich sind es auch keine Flüchtlinge mehr. Ich sage neue Mitbürger, okay. Weil sie sind für mich hier auch nicht mehr auf der Flucht. Und teilweise haben sie auch ihre Anerkennung und ihren Pass. Und deswegen finde ich auch einfach den Ausdruck neue Mitbürger dann auch irgendwie passend. Und also die sind meiner Meinung nach, die ich kennengelernt habe, sehr gut integriert. Okay. Und über welche Hilfsorganisation lief eigentlich deine Reise so ab? Und wie war das so mit der Organisation im Vorfeld und dann auch vor Ort? Also wurdest du da gut irgendwie unterstützt oder wie war das? In Idomeni meinst du? Genau. Das war etwas sehr spontan. Ich wollte ursprünglich mit einer österreichischen Hilfsorganisation nach Idomeni fahren. Und das hat aber nicht geklappt. Die haben noch auf Genehmigung gewartet und das hat mir dann alles ein bisschen zu lange gedauert, weil man ja auch nicht immer so im Leben mal 2 Wochen Zeit hat. Und dann war der Norbert Blüm doch bei Stern TV, bei RTL und die Sophia Meyer. Und das habe ich gesehen und ich habe Stern TV angeschrieben, ob sie mir bitte die Hilfsorganisation nennen können. Und das haben sie dann auch getan. Das war Schweizer Kreuz, heißt das. Eine Organisation, eine private Hilfsorganisation,
Organisation aus der Schweiz unter der Leitung von Michael Reber. Und den habe ich einfach über Facebook angeschrieben, Samstagabend. Und der hat mir dann tatsächlich auch noch geantwortet. Und nach ein paar Nachrichten hin und her habe ich für mich entschlossen, okay, ich komme jetzt am Montag, habe mir einen Flug gebucht, am Samstagnacht dann noch und bin montags dann losgeflogen. Also hast du das alles komplett selber bezahlt oder haben die dich unterstützt? Ja, das ist leider wirklich so, das muss man sagen, als freiwilliger Helfer, sogenannter Volunteer. Es ist sehr teuer, als Volunteer zu arbeiten im Endeffekt, obwohl man ja was Gutes tut. Mhm. Aber tatsächlich die Flugkosten, Transfer vom Flughafen zum Hotel, die Hotelkosten, die Verpflegungskosten, selbst Handy steigt ja auch im Ausland, das muss man auch nochmal berücksichtigen, musste ich alles selber tragen. Da hat die, das können die privaten Hilfsorganisationen gar nicht, weil die Leute, die wiederum für die Hilfsorganisation auch spenden, möchten ja auch die Gewissheit haben, dass zu 100% dann auch das Geld wirklich in die Arbeit auch eingesetzt wird. Ja, stimmt. Mhm. Wie warst du denn vor Ort untergebracht? Vor Ort hatten wir ein einfaches Hotel. Von dort aus konnten wir, das war zwischen Thessaloniki und Idomeni. Thessaloniki ist der Flughafen. Da bin ich dann ja gelandet und bin mit dem Taxi zum Hotel dann gefahren. Und dieser Standpunkt war eigentlich ideal, um auch mal nach Thessaloniki in die Stadt zu fahren, um Material einzukaufen und dann eben auch vom Hotel ungefähr eine gute halbe Stunde bis nach Idomeni ins Camp. Und wie sah die tägliche Arbeit so in dem Camp aus? Wir haben verschiedene Sachen gemacht. Zum Beispiel hat diese Hilfsorganisation, mit der ich dann vor Ort war, abends Wasser eingekauft vom Großmarkt dort vor Ort. Mhm. Was ja auch sehr gut ist, dass die Wirtschaft vor Ort dort unterstützt wird. Und wir haben dann zwei Vans, die wir uns wiederum auch geliehen haben. Das waren dann Mietwagen. Die haben wir dann voll gemacht und sind sehr früh morgens losgefahren. Meistens so gegen 5 Uhr, damit wir um 6 Uhr im Camp waren. Das Problem ist nämlich im Camp, wenn man zu spät kommt und die alle wach sind, dann haben sie leider auch die Mentalität, schnell zu bunkern und so viel wie möglich zu nehmen, weil sie einfach nicht wissen, wann sie wieder was bekommen. Mhm. Und deswegen sind wir dann sehr früh aufgebrochen, dass wir auch sehr zeitig im Camp waren, um einfach auch diese Eskalation zu vermeiden und die Flaschen und was wir sonst noch haben zu verteilen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben immer eine Wasserflasche pro Person verteilt. Das war eine Aufgabe. Wir hatten... Es gibt einen Bereich in Idomeni, der nennt sich Old Train Station. Das ist die ehemalige Bahnhofstation. Die ist ein bisschen abgeschottet, also so 1-2 Minuten entfernt. Und dort war es auch etwas ruhiger, wo es über Tag im Hauptcamp doch ein bisschen wuseliger war, war es da eigentlich ein bisschen ruhiger. Und weil die ein bisschen benachteiligt waren mit Sanitäranlagen und so weiter, haben wir uns so auf den Bereich hauptsächlich konzentriert, überwiegend. Und haben dann dort auch... versucht, Ladegeräte aufzubauen. Das war auch sehr wichtig, weil die Menschen, abgesehen vom Handy, was einfach auch wichtig ist, weil das das einzige Kommunikationsmittel ist, auch die Männer möchten sich mal rasieren oder sie brauchen eine Lampe fürs Zelt. Auch das konnten sie dann an diesen Ladestationen laden. Und dafür brauchten wir dann halt zwei Generatoren. Dafür brauchten wir wiederum Benzin von einer Tankstelle. Also auch logistisch gesehen, mussten wir uns da gut durchorganisieren, was aber auch bei der Organisation wirklich gut geklappt hat. Und was hatten wir noch für Aufgaben? Wir haben auch mit den Kindern viel gemacht. Wir haben Wippen gebaut, dass sie sich einfach mal auch irgendwie ein bisschen beschäftigen können. Die wurden dann bunt angemalt. Oder die hatten dann bei der Old Train Station ein Volleyballfeld. Die Männer haben dann abends immer gerne mal gespielt. Das war dann wirklich sehr schön zu sehen. Woher hatten die denn die Sachen, jetzt zum Beispiel die Farbe, waren das irgendwie Sachspenden oder generell? Genau. Woher kamen die denn eigentlich? Genau, das sind Spenden unter schweizerkreuz.help. Also .help, kann man halt freiwillig eine Spende abgeben. Die Organisation von Michael Reber ist halt privat organisiert. Mhm. Und jeder, der Interesse hat, dort die Menschen zu unterstützen, Idomeni gibt es ja nicht mehr, aber es gibt insgesamt circa, ich würde schätzen, zwischen 30 und 40 Camps, vorsichtig, in Griechenland. Und jetzt ist die Organisation halt nicht mehr in Idomeni, sondern in einem anderen Camp in der Nähe von Thessaloniki. Und wer möchte, die Spenden sind natürlich immer gerne gesehen. Schweizerkreuz.help, da kann man dann auf Facebook oder auch im Internet sich erkundigen und jederzeit natürlich was spenden. Also die leisten wirklich Großartiges und sind da sehr bemüht. Auch jetzt den Kindern sogar eine Schule haben sie sich jetzt überlegt, dass
sie mit die Kinder auch unterrichten. Eine kleine Tafel ist dann da, Schulmaterial, und haben wirklich monatliche Kosten in Tausenderhöhen. Und deswegen ist da jeder Euro gerne gesehen und die freuen sich da wirklich sehr drüber. Und da kann ich auch wirklich sagen, das kommt da sehr gut an. Als du da hingekommen bist, hast du irgendwas gesehen oder erfahren, womit du überhaupt nicht gerechnet hast? Ja, einmal waren Proteste im Camp. Ich meine, das war der 10. April in Idomeni. Da war ich selber nicht vor Ort. Da haben wir uns als Hilfsorganisation dann auch rausgezogen, weil es zu gefährlich war. Ich glaube, 3 Tage später war noch mal eine Militärübung. Da wurde mir auch etwas mulmig. Man kennt das ja so gerade, irgendwie finde ich, im Sommer ist das überwiegend, dass hier mal so ein Düsenjet vorbei, also über uns rüberfliegt und man denkt, okay, war ganz schön laut. Die flogen dort aber sehr tief und immer im Kreis und 4 Stück. Und dann haben die Leute mich wirklich angeguckt und gefragt, werden sie jetzt gleich auf uns schießen? Und ich hatte keine Antwort. Ich wusste es auch nicht. Da wurde mir wirklich mulmig und es war so laut. Und ich habe dann auch noch kurz gefilmt und ich hatte echt eine Gänsehaut. Und diese Old Train Station ist überdacht und die Leute kamen alle raus und die Kinder haben geschrien. Und es hat sie natürlich an Syrien erinnert. Und es war sehr, sehr unklug, das dort zu machen, was aber wahrscheinlich andere Gründe hat, um einfach... Griechenland hat sich immer sehr zurückgehalten, aber mit den Protesten, die ich gerade angesprochen habe vom 10. April, wollte vielleicht Griechenland auch so ein bisschen ihren Standpunkt klar machen. Und es waren auch 2 Hubschrauber dabei. Und die sind wirklich auf dem Feld neben uns gelandet. Und auf einmal kam da so eine, ich weiß nicht was, es war so eine SWAT-Einheit oder die wurden dann da runtergelassen. Und die waren dann auf dem Feld. Und da habe ich auch echt gedacht, also nicht witzig. Ja. Da hält man ja auch irgendwie Rücksicht drauf. Ja, aber sie haben es natürlich absichtlich auch da gemacht, weil eigentlich das Ziel auch war, Idomeni zu evakuieren und die Leute woanders hinzubringen. Und vielleicht hat es auch so von beidem etwas, den Leuten auch Angst zu machen. Da muss ich aber natürlich auch vorsichtig sein mit meinen Vermutungen. Das kann ich nicht weiter irgendwie belegen. Hi Leute, bei uns gibt's jetzt Werbung. Aber nicht traurig sein, danach geht's nämlich weiter mit Jutz TV. Also nicht verpassen. Jutz TV, deine Stadt im Überblick. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gefragt habe, aber wie viele waren denn so insgesamt in dem Camp untergebracht? Das hat immer geschwankt. Am Anfang, also seit Ende Februar ist ja das Camp, ist die Grenze geschlossen. Dort waren dann, glaube ich, mal zu Höchstzeiten 14.000 Menschen. Meinen Informationen nach, wo ich vor Ort war, waren es so knapp über 10.000. Wo die Proteste waren, kamen wieder mehrere Leute, weil sie wirklich gehofft haben, und das war auch der Grund, warum die Leute so lange dort ausgeharrt haben, sie haben wirklich die Hoffnung jeden Tag gehabt, dass sich die Grenze öffnet. Und deswegen waren sie wirklich dann auch vor Ort, und bei den Protesten sind ganz viele Menschen noch dazugekommen, weil dann natürlich auch immer viele Gerüchte umhergehen, dass sich die Grenze öffnen wird, was sie meiner Meinung nach bis zum Jahresende definitiv nicht tun wird. Und nach den Protesten wurde es dann wieder weniger. Da nahm die Zahl ab. Ich würde fast sogar behaupten, unter 10.000, weil dann auch gerade die Familien es einsehen, dass es zu gefährlich dort ist, wenn so Unruhen da sind und ja, dass es zu gefährlich ist, gerade für die Familien mit Kindern. Und wie viele Helfer sind dann da so stationiert und woher kommen die eigentlich alle? Die Helfer, die kommen aus, also von aus der ganzen Welt, kann man sagen. Das kann man wahrscheinlich am besten so erklären. Wir waren ja in unserem Hotel in der Nähe von Thessaloniki. Dazwischen Idomeni und unserem Hotel gab es noch einen Ort, der nennt sich Polykastro. Ein kleiner griechischer Ort mit eine kleine Stadt, kann man sagen. Und dort gab es ein bestimmtes Hotel, wo komplett nur Freiwillige untergebracht waren. Die haben, glaube ich, den Umsatz ihres Lebens dort gemacht. Für die Zeit jetzt, für die Monate, wo jetzt das Camp noch da war. Und dort, da könnte man sagen, war so die Base, wenn man das so in Anführungsstrichen sagen möchte, von wo aus die Freiwilligenorganisationen sich organisiert haben. Das bedeutet, am Morgen gab es ein Morgenspeech, eine Morgenrede um 8.30 Uhr. Und dann wurde gesagt, so, das Team Bananas gab es zum Beispiel dort, die haben seit Wochen da Bananen morgens verteilt, brauchen jetzt noch 2 Leute, wer hat Zeit? Du und ich werden unsere Koffer packen können und da hingehen können und sagen, wir sind jetzt Independent, also Unabhängige, wir haben Zeit, wir schließen uns dem Team Bananas heute an. Da, die brauchen noch welche, da machen wir mit, wir möchten auch gerne Bananen heute mit euch verteilen, was für die Menschen im Camp ja dann auch schon fast ein vollwertiges Frühstück und vollwertige Mahlzeit dann für den Morgen ist.
Am Abend war da nochmal ein Meeting um 20 Uhr und dann wurde einfach nochmal geguckt, wo noch Leute gebraucht werden. Es gab das Team Humanity aus Dänemark, es gab, wie gesagt, Team Bananas, von wem das gegründet wurde, weiß ich leider gar nicht. Es gab ein Teezelt in Idomeni, in dem Camp. Das wurde ursprünglich, glaube ich, von Leuten aus der Tschechei gegründet und hat jetzt der Dresden-Balkan-Konvoi, glaube ich, übernommen. Die bieten jeden Tag einen Tee da an mit ein bisschen Ingwer rein und da könnte man sich theoretisch auch anschließen und auch mit Ingwer schnibbeln und haben da auch wirklich jeden Tag kostenlos dann den Tee ausgegeben. Welche Organisation gibt es noch? Es gibt noch Cars of Hope aus Wuppertal, noch eine deutsche Organisation. Kann man alles auch auf Facebook nachlesen. Mhm. Ganz toll. Es war auch ein Mädchen dort sehr, sehr lange, sogar über Wochen aus Kanada, die Phoebe. Phoebe heißt sie, aus Kanada. Genau, und eine Anna aus Schweden, die ist auch über Wochen da gewesen, hat so auch den administrativen Bereich ein bisschen mit übernommen über Facebook. Und also wirklich, ich war ja in Anführungsstrichen nur 2 Wochen da. Ja. Und diese Menschen, das ist wirklich beeindruckend, die sind über Wochen da. Ich weiß nicht, wie sie es privat organisieren, weil es auch wirklich teuer ist. Man konnte bei dem Hotel auch umsonst zelten. Hinten im Garten hat der Hotelier wirklich angeboten, dass man dort dann kostenlos zelten konnte und hatte dann aber Duschgelegenheiten im Zelt und es war eine einmalige Atmosphäre einfach. Es war auch so ein paar Hippies waren dabei, die gerne geholfen haben, die so Freiheitskämpfer sind, die ich da getroffen habe mit Dreadlocks und so. Und es war wirklich sehr beeindruckend zu sehen, wie es unorganisiert, doch organisiert eigentlich klappt. Also das war bis heute echt, muss ich sagen, beeindruckend, dass es wirklich klappt, obwohl es nicht so den Chef im Prinzip gibt. Aber eben Leute, die das dann so ein bisschen in die Hand nehmen und versuchen zu koordinieren. Und das gibt es anscheinend öfter auch bei Krisen in der Welt, sag ich mal. Auch auf Lesbos, die Insel, wo viele Leute mit dem Schlauchboot von der Türkei ankommen, ist es auch so, dass es dort mehrere Hilfsorganisationen gibt und wahrscheinlich auch so einen zentralen Punkt, von wo aus dann alle Leute organisiert werden. Wusste ich vorher auch nicht. Also man kann spontan auch entscheiden, wo man jetzt am nächsten Tag mitarbeiten möchte. Also es ist nicht irgendwie festgelegt, jeder hat seine 100%ig feste Aufgabe, oder? Ganz genau, sowohl als auch. Wenn man sich jetzt einer Organisation anschließt, macht es natürlich Sinn, jetzt auch über mehrere Tage, mindestens 2 Wochen bei einer Organisation zu bleiben. Aber wenn man sagt, wir sind jetzt vielleicht im Urlaub gerade in Griechenland und wir möchten 3 Tage davon helfen, ist diese Hilfe auch auf jeden Fall willkommen und super wertvoll. Und da freuen sich dann auch Teams, wenn sich jemand spontan dazu entscheidet, noch sich dort mit anzuschließen. Sind die Flüchtlinge da vor Ort, haben die immer positiv auf die Hilfe reagiert oder gab es auch welche, die irgendwie, weiß ich nicht. Sehr positiv. Ich sage immer, in Anführungsstrichen, wir waren so die Engel vom Camp. Die wussten genau, wir tun denen was Gutes und dass wir eben auch ihnen helfen möchten und einfach eingesehen haben, dass sie ein großes Leid gerade haben. Und die waren sehr, sehr, sehr froh über uns und sehr dankbar und haben uns immer noch, sie hatten dann eine kleine Kochstelle vielleicht auch, sie haben entweder eine Holzlieferung gab es glücklicherweise mal irgendwann zwischendurch wieder oder sie haben sich selber Holz gesammelt aus dem Wald und hatten dann eine kleine Kochstelle und hatten vielleicht einen Topf und haben einem wirklich dann auch Tee angeboten oder mal einen Kaffee oder konnten sich mit ihrem wenigen Restgeld noch am Kiosk. Es gab einen kleinen Kiosk an der Ecke in Idomeni, der wahrscheinlich auch den Umsatz seines Lebens dort gemacht hat, wo sie sich vielleicht Spaghetti gekauft haben oder so. Und dann haben die wirklich noch uns davon was abgeben wollen, obwohl sie gar nichts haben. Das war sehr beeindruckend, muss ich sagen. Jo, das ist ja sehr nett eigentlich. haben die denn auch von ihrer Flucht irgendwas erzählt oder waren die da eher verschlossen? Man muss natürlich vorsichtig sein, auch in was für einer psychischen Verfassung die Menschen sind. Auch hier, auch die Menschen, die hier vor Ort sind. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die können da besser mit umgehen und andere, denen es noch nicht so leicht fällt, darüber zu sprechen. Was natürlich auch abhängig davon ist, einerseits vom Menschen einfach her, aber vielleicht auch kann ich mir vorstellen, was sie vor Ort wirklich mitbekommen haben. Ob sie in einer Stadt gelebt haben, die wirklich komplett zerbombt ist oder ob sie vielleicht noch außerhalb gelebt haben und dachten, es wird jetzt zu gefährlich, wir gehen. Man muss vorsichtig sein. Manchmal fangen sie aber, wenn sie ein bisschen Vertrauen gewonnen haben, mit der Zeit passiert das auch, dann haben sie einfach, wie gesagt, das Vertrauen, dass sie auch drüber sprechen und auch vielleicht sogar das Bedürfnis haben, einfach mal was loszuwerden. Und da waren wir natürlich auch sehr gerne für offen, wenn die Leute das möchten. Also auch quasi Seelsorger vor Ort.
für die Menschen. Genau, im Rahmen, wie es uns dann auch möglich ist, dass wir zuhören. Wir sind natürlich keine ausgebildeten Psychologen, aber dass man einfach zugehört hat, das tut uns auch gut. Wenn wir Probleme haben, gehen wir auch zur besten Freundin oder zum besten Freund. Und dass man einfach mal jemanden hatte, der auch zuhört. Und das war auch ganz wichtig, dass wir da sind, dass die Menschen merken, obwohl die Politik jetzt gerade vielleicht da nicht ganz so wunderbar ist, aber dass es Menschen gibt, die das anders sehen und die diese Menschen nicht vergessen. Hatten die denn irgendwie schon genaue Pläne, was die jetzt machen möchten, oder waren die eher orientierungslos? Nee, die hatten ganz genaue Vorstellungen. Die wollten über Griechenland weiter ins nördliche Europa. Wobei ich auch da an dieser Stelle erwähnen möchte, die wollten nicht nur nach Deutschland. Meistens haben sie mir Länder genannt, wo sie schon Familie haben. Da war zum Beispiel auch Belgien dabei oder die Niederlande oder Schweden war auch dabei. Und ich habe sie auch immer gefragt, wenn sie mir ein Land genannt haben, warum möchtest du gerne dahin? Und sie haben halt gesagt, weil mein Bruder da schon ist oder weil die Cousine oder die Tante oder wie auch immer. Und danach gehen, glaube ich, viele. Das würde uns wahrscheinlich genauso gehen. Wenn wir aus unserer Heimat vertrieben werden, dann bleibt uns nur noch die Familie. Und dann wollen wir natürlich zu unseren Familienangehörigen. Ja, klar. Wie haben dich denn diese 2 Wochen so verändert? Hast du irgendwie, also kannst du sagen, dass du irgendwas Spezielles gelernt hast daraus? Also es hat mich nochmal in meiner Persönlichkeit definitiv auch gestärkt und auch in meiner Haltung, in meiner Überzeugung, dass diesen Menschen definitiv geholfen werden muss. Und ich würde es auch jederzeit wieder machen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, dort zu helfen und tätig zu werden, wenn man die Zeit hat, sich privat zu organisieren und vielleicht 2 Wochen, einige haben auch einfach von der Arbeit 2 Wochen Urlaub genommen und sind wirklich in ihren Jahresurlaub dorthin gefahren und haben geholfen, aus reiner Überzeugung. Und das hat mich schon sehr geprägt. Also nicht, dass ich das vorher nicht wusste, aber es hat mich nochmal sensibilisiert, dass es wichtig ist, zu helfen. Und wie gesagt, ich würde es jederzeit wieder machen. Okay. Und was machst du jetzt momentan in Papenburg? Also nach dem Aufenthalt im Camp? Machst du jetzt zurzeit auch noch bei den Flüchtlingen irgendwas? Also bei den Neuankömmlingen? Ja. Ich arbeite natürlich auch in meinem normalen Leben und muss auch mein Geld verdienen, um meine Rechnung zu bezahlen. Aber wo ich kann, helfe ich. Ich habe gerade gestern noch von einer afghanischen Familie einen Anruf bekommen und mit denen stehe ich auch immer in Kontakt und die haben auch meine Nummer und die wissen, dass sie mich auch immer anrufen können. Und es ist toll, einfach auch diese Entwicklung zu sehen. Mhm. Erst am Anfang waren sie sehr ungeduldig, sie wussten nicht, ob sie die Anerkennung bekommen und wir mussten ihnen immer wieder sagen, wartet noch ein bisschen und habt noch ein bisschen Geduld. Und es dauert momentan, weiß ich nicht, wie die aktuellen Zeiten sind, aber damals, also im letzten Jahr, zum Ende des letzten Jahres war es noch so, dass man ungefähr mit einer Bearbeitungszeit von 8 Monaten rechnen musste. Da musste man ihnen immer wieder gut zu reden, dass sie sich doch bitte noch ein bisschen gedulden und dass bald das BAMF sich dann auch bei ihnen meldet. Mittlerweile haben einige die Anerkennung, viele haben auch schon ein Praktikum hier absolviert, sie möchten gerne eine Ausbildung machen und es ist einfach total schön zu sehen, so ein bisschen als Teammama vielleicht auch zu sehen, wie die Entwicklung ist, gerade von den jüngeren Leuten, die jetzt auch noch eine Ausbildungsstelle suchen und dann auch wirklich versuchen, hier eine solide Ausbildung zu absolvieren und dann auch einen Job zu finden, um dann auch für sich selber sorgen zu können. Ja. Dann danke ich nochmal für das Interview und sehr gerne. Ja, alles Gute noch weiterhin bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank, euch auch. Dankeschön. Danke. Das war unser Sommertalk mit Yvonne Meinders. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns am 26.08. zu unserem nächsten Juxifer Magazin wieder. Bis dahin noch schöne Sommerferien. Macht's gut.